Jo, hi zurück zu Mass Effect. Sie guckt wieder komisch. Also, wir wollen ja nochmal beim Rat vorsprechen und haben ja jetzt die Dame hier dabei. Mal schauen, wie wir da am schnellsten hinkommen. Die hätte jetzt gedacht, hier raus, oder? Entschuldigung, Commander Shepard. Jawohl. Hätten Sie vielleicht einen Augenblick Zeit für mich? Absolut. Jawohl, wenn ich dich irgendwie Commander Shepard, mein Name könnte. Ist Samish Bhatia. Bitte halten Sie mich nicht für aufdringlich, aber ich weiß nicht mehr, an wen ich mich wenden soll. Was brauchen Sie? Meine Frau war eine Marinesoldatin in der 212. auf Eden Prime. Ich habe beantragt, dass mir der Leichnam meiner Frau für die Urnenbestattung überstellt wird, aber das Militär hat abgelehnt. Warum haben Sie den Antrag abgelehnt? Dafür muss es einen Grund geben. Ich weiß es nicht. Sie sagten nur, dass es nicht möglich sei, meine Frau nach Hause zurückkehren zu lassen. Wir kümmern uns darum. Für mein Anliegen ist Mr. Bosker verantwortlich. Zuletzt sah ich ihn in der teuren Bar da drüben. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich möchte meiner Frau nur ein anständiges Begräbnis ermöglichen. Alles klar, eine Bar da drüben. Meinst du diese Bar da drüben? Sehr erfreut, Sie zu sehen, Commander Shepard. Ihre Aktivitäten haben für einiges Aufsehen im diplomatischen Korps gesorgt. Kann ich etwas für Sie tun? Ja. Ein Mann namens Samish Bhatia hat Probleme damit, den Leichnam seiner Frau zu bekommen. Ah, Mr. Bhatia. Ein guter Mann in einer frustrierenden Lage. Ich wünschte, ich könnte ihm helfen. Nirali Bhatia starb auf Eden Prime, wie ihn Mr. Bhatia sicher erzählt haben wird. Ihre Wunden können keiner uns bekannten Waffengattung zugeordnet werden. Deswegen verwahren wir ihre Leiche. Sie glauben, dass Ihr Leichnam kontaminiert oder auf andere Weise gefährlich sein könnte? Nein, Commander. Von Nirali Bhatia geht keine Gefahr aus. Ihr Körper ist vielmehr sehr wertvoll für die Allianz. Diese Teststudien könnten die Grundlage für bessere Verteidigungssysteme gegen die Geth bilden. Anders gesagt, Nirali Bhatia könnte nach ihrem Tod mehr Leben retten als zu Lebzeiten. Ich werde es Samish sagen. Und wenn Sie nächstes Mal eine tote Soldatin aufschneiden wollen, unterrichten Sie besser Ihren Mann. Genau diese Reaktion wollten wir vermeiden, Commander. Aber wenn Sie glauben, dass es hilft, dann sagen Sie Mr. Bhatia die Wahrheit. Vielleicht wird er uns verstehen. Bitte lassen Sie mich wissen, wenn Sie noch weitere Fragen haben. Ja, pass mal auf, dass ich gleich noch weitere Fragen habe. So, wo ist denn ein Kollege? Oh, das war ganz woanders, ne? Ja, mal. Guck dir das an, ey. Ich bin hier nur am Hacken. So, wo ist denn das gewesen? Mist, hab schon vergessen. Also mal raus, vielleicht geht's hier raus. Ja, genau. Da doch aber irgendwie, oder? Ne, wir sind von da unten gekommen, aber vielleicht geht's hier auch raus. Da steht er ja. Hallo, Commander. Irgendwelche Fortschritte mit Mr. Bosker? Jawohl. Wird er den Leichnam meiner Frau nach Hause schicken? Sie führen medizinische Studien mit Nirali durch. Darum gibt man sie nicht frei. Tests? Sie benutzen den Leichnam meiner Frau für Tests? Meine Frau hat der Allianz treu gedient und ihr Leben für die Menschheit geopfert. Und das ist jetzt der Dank dafür. Das ist nicht akzeptabel. Ich werde Sie wissen lassen, was ich erreichen kann. Ich danke Ihnen. Na gut, dann bitte fragen Sie irgendwann nochmal nach. Auf dem ja, ist gut. So, Akademie, Zitadellturm, da wollen wir hin. Achso, man kann auch vielleicht dahin düsen. So, here we go. Und wir wollen ja oben mit dem Rat sprechen eigentlich. Ah, der Commander wartet schon auf uns, Captain Anderson. Na los, Udina legt die Beweise des Quarianers dem Rat vor. Eden Prime war ein bedeutender Sieg.
Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Und auch einen Schritt näher an die Rückkehr der Reaper. Sie wollten einen Beweis. Hier ist er. Dieser Beweis ist unwiderlegbar, Botschafter. Saren verliert seinen Status als Spectre. Und es werden alle Anstrengungen unternommen, um ihn für seine Verbrechen zu bestrafen. Sehr gut. Ich erkenne die andere Stimme, die, die mit Saren spricht. Matriarchin Benesia. Wer ist sie? Matriarchinnen sind mächtige Asari, die die letzte Phase ihres Lebens erreicht haben. Sie werden für ihre Weisheit und ihre Erfahrung verehrt und dienen meinem Volk als Führer und Mentor. Matriarchin Benesia ist eine mächtige Biotin und sie hatte viele Anhänger. Sie wird Saren eine wunderbare Verbündete sein. Ich interessiere mich mehr für die Reaper. Was wissen wir über sie? Nur das, was wir aus dem Geth-Speicherkern herausfiltern konnten. Die Reaper sind eine uralte Maschinenrasse, die die Proteaner ausrottete. Und dann sind sie verschwunden. Die Geth glauben, Reaper sind Götter und Saren ist der Prophet für ihre Rückkehr. Wir glauben, die Röhre ist der Schlüssel, der sie zurückbringt. Saren sucht gerade danach, deshalb sein Angriff auf Eden Prime. Wissen wir überhaupt, was diese Röhre ist? Saren glaubt, sie kann die Reaper zurückbringen. Es ist schlimm genug. Hören Sie sich doch einmal zu. Saren will die Maschinen zurückbringen, die einmal alles Leben in der Galaxie vernichtet haben? Das ist unmöglich. Muss es sein. Wo sind die Reaper hin? Wo sind sie hin verschwunden? Warum haben wir keine Spuren entdeckt, die auf ihre Existenz hindeuten? Wären sie echt, hätten wir irgendwas gefunden. Ich habe versucht, Sie vor Saren zu warnen, und Sie wollten der Wahrheit nicht ins Gesicht sehen. Machen Sie nicht den gleichen Fehler. Das ist anders. Sie haben bewiesen, dass Saren den Rat betrogen hat. Wir sind uns alle einig, dass er die Geth benutzt, um nach der Röhre zu suchen, aber wir wissen nicht, warum. Die Reaper sind offensichtlich nur ein Mythos, Commander. Eine willkommene Lüge, um Sarens wahre Absichten zu verdecken. Eine Legende, die er dafür benutzt, die Geth gefügig zu machen. Vor 50.000 Jahren vernichteten die Reaper die gesamte galaktische Zivilisation. Wenn Saren die Röhre findet, wird es wieder passieren. Saren ist ein verräterischer Agent, der um sein Leben rennt. Er besitzt nicht mehr die Rechte oder Ressourcen eines Spectres. Der Rat hat ihm seine Position entzogen. Das reicht nicht. Sie wissen, dass er sich irgendwo in der Traverse versteckt hält. Schicken Sie Ihre Flotte rein. Eine Flotte kann nicht einen einzigen Mann aufspüren. Eine Zitadellflotte könnte die ganze Region sichern. Halten Sie die Geth davon ab, noch mehr unserer Kolonien anzugreifen. Oder es könnte einen Krieg mit den Terminus-Systemen auslösen. Wir lassen uns doch nicht in eine galaktische Konfrontation hineinziehen, nur wegen ein paar Dutzend menschlicher Kolonien. Ich sag's mal so. Schicken Sie mich. Ich kann Saren erledigen. Der Commander hat recht. Es gibt einen Weg, Saren aufzuhalten, der keine Flotten oder Armeen erfordert. Nein, es ist zu früh. Die Menschheit ist noch nicht für die Verantwortung bereit, die das Beitreten bei den Spectre mit sich bringt. Sie müssen keine Flotte in die Traverse schicken und der Botschafter kriegt seinen menschlichen Spectre. Alle sind glücklich. Also gut. Commander Shepard, vortreten. OMG. Der Rat hat entschieden, Ihnen alle Befugnisse und Privilegien der Zitadellabteilung Special Tactics and Reconnaissance zu verleihen. Spectres werden nicht ausgebildet, sondern auserwählt. Individuen, die sich im Dienst und Kampf unter Beweis gestellt haben. Die, die durch ihre Handlungen und Taten über den Rang hinausgewachsen sind. Spectre sind ein Ideal, ein Symbol. Die Verkörperung von Mut, Willenskraft und Selbstvertrauen. Sie sind die rechte Hand des Rats, Instrumente unseres Willens. Spectre tragen eine große Würde.
Sie sind die Beschützer des galaktischen Friedens, zugleich unsere erste und letzte Verteidigungslinie. Die Sicherheit der Galaxie liegt in Ihren Händen. Natürlich. Sie sind der erste menschliche Spectre, Commander. Das ist eine große Errungenschaft für Sie und Ihre gesamte Spezies. Ich bin geehrt, Ratsherr. Wir schicken Sie in die Traverse, wo Sie Saren verfolgen. Er ist vor dem Gesetz auf der Flucht. Sie sind also befugt, alle notwendigen Mittel einzusetzen, um ihn festzunehmen oder zu töten. Ich werde ihn finden. Dieses Ratstreffen wird vertagt. Meinen Glückwunsch, Commander. Es liegt eine Menge Arbeit vor uns, Shepard. Wir werden ein Schiff, eine Crew und Vorräte brauchen. Sie haben jetzt Zugang zu speziellen Ausrüstungs- und Trainingseinrichtungen. Sie sollten jetzt zur Citadel-Sicherheitsakademie gehen und mit dem Spectre-Ausrüstungsofficer sprechen. Anderson, folgen Sie mir. Ich brauche Ihre Hilfe, um alles hier aufzubauen. Ich dachte, der Botschafter wäre etwas dankbarer. Er hat Ihnen noch nicht einmal gedankt. Typisch. Was erwarten Sie von einem Politiker? Los! Bin direkt hinter Ihnen, Shepard. Okay, let's go. Das heißt, wir gehen, was hat er gesagt, zur Akademie und holen uns da mal schön Zeug ab. Okay, so, das ist hier so ein Beaming-Ding. Warum bewegt er sich nicht? Er steht nur da. Also ich meine, das wäre doch darunter gewesen, oder? Genau. Aber da kann man auch ganz normal hingehen irgendwie, ne? Aber, ach so, wir haben ihn hier noch. Geh nochmal zurück, weil ich ja noch weitere Fragen habe. Hallo, Commander. Kann ich etwas für Sie tun? Sie haben so viele Leichen für die Forschungen. Können Sie nicht auf eine verzichten? Nur ganz wenige Leichen weisen diese neue Art Waffenverletzung auf. Und die wenigsten sind gut genug erhalten für Forschungszwecke. Außerdem benötigen wir so viele Leichen wie möglich, um zu vernünftigen statistischen Werten zu kommen, Commander. Wie lange werden diese Forschungsarbeiten denn dauern? Das ist eine Langzeitstudie. Die Leichen werden wohl noch ein Jahr oder länger untersucht werden. Jo. Wann kann mit neuen Technologien aufgrund der Forschungsergebnisse gerechnet werden? Wenn wir Glück haben, werden wir in ein paar Jahren ein paar Technologien entwickelt haben. Sie haben kein Recht auf diesen Leichnam und Sie wollen sicher nicht, dass die Öffentlichkeit davon erfährt. Das Militär hat entschieden, dass die Erforschung neuer Technologien Vorrang vor den Wünschen von Leuten wie Mr. Bhatia hat. Durch die Forschung an Nirali Bhatias Leiche könnten unzählige Soldaten gerettet werden. Ich kann sie nicht freigeben. Danke für Ihre Hilfe. Was für eine Hilfe? Na gut, ich glaube, wir müssen dem Kollegen sagen, Digi, deine... Oh, ich bin schon wieder hier reingelaufen. Hallo, Commander. Irgendwelche Fortschritte mit Mr. Boska? Naja. Wird er den Leichnam meiner Frau nach Hause schicken? Erzählen Sie mir bitte noch einmal von Ihrer Frau. Wie gesagt, ich habe keine richtigen Informationen. Ich weiß nicht, warum Sie Ihren Leichnam festhalten. Es ist nicht so einfach wie gehofft. Das Militär braucht den Leichnam Ihrer Frau für wichtige Tests. Ja, das haben Sie mir schon erzählt. Aber es ist mir egal, was die verdammten Militärs vorhaben. Der Dienst meiner Frau endete mit ihrem Tod auf Eden Prime. Jetzt ist es Zeit, dass sie nach Hause kommt. Ich werde mich nicht mit dem Militär anlegen, Mr. Bhatia. Ich kann Ihnen nicht helfen. Nirali sagte immer, dass die Militärs zusammenhalten. Warum sollte das jetzt anders sein? Ich wusste immer, dass meine Frau einmal ihr Leben dem Militär opfern würde. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das auch für ihren Leichnam gilt.
Wop, wop, wow. Okay, nicht gut gelaufen. So, wir wollten in der Academy, ne? Kriegen wir Equipment, oder? Außerdem leugnet Exogeny noch immer Berichte, dass eines ihrer Erkundungsteams im Hades-Gamma-Cluster verschwunden ist. Als wir uns erkundigten, warum die Kommunikation zum Erkundungsteam plötzlich abbrach, verweigerten Firmenvertreter jeden Kommentar. Crazy Music. Okay, so, wir wollen... Ah ja, da können wir hindüsen. So, Ausrüstungsoffizier, guten Tag. Sekunde, ich hab sie gleich. Commander Shepard, mit dem Allianzmilitär hier. Jawohl. Das erste Mal auf der Zitadelle, stimmt das in etwa? Woher wissen Sie das alles? Ich bin der Zitadell-Sicherheitsrequisitionsoffizier. Ich muss sichergehen, dass unsere Käufer autorisiert sind. Also, darf es heute etwas für Sie sein, Commander Shepard? Zeigen Sie mir, was Sie haben. Hört sich gut an. Bin gleich soweit. Oh, da muss ein Fehler vorliegen. Das System sagt mir, ich soll Ihnen unsere ausgesuchte Ware anbieten. Spectre? Ich habe davon gehört, aber ich wusste nicht, dass Sie da sind. Tut mir leid, Commander. Zeigen Sie mir einfach, was Sie haben. Ich zeige Ihnen die guten Sachen, Commander. Viel Spaß damit. So, kaufen. Kosten 320.000. Okay, was haben wir? Okay, gibt's was? Aha. Hammer. Okay. Okay, wusste gar nicht, dass ich das ganze Zeug habe. Kaufen, verkaufen, rückkaufen. Okay. Ich kann doch nichts kaufen hier. Was soll das sein? Gibt's hier irgendwie Credits? Okay, also den Kram kann ich irgendwie nicht so richtig gebrauchen. Danke für das Zeug, ich muss los. Was sollte denn die Verarsche jetzt? Okay, dass ich es mal kennenlerne oder was? Es gab nichts für Anfänger. So, lass mal kurz ins Tagebuch gucken. Begeben Sie sich ja, wie soll ich mich denn dahin begeben? Okay, lass mal kurz gucken, wie das geht. Hier mal Ryzen vielleicht. Na, vielleicht muss ich auch erstmal noch ein bisschen Ausrüstung. Aha. Striker, dies, das und so weiter. Muss nochmal zurück. Achso, Moment. Munitionsupgrade. Aha. Alles nehmen, okay. Ich raff das noch nicht. Da muss ich mir mal irgendwie Ressourcen 555. Da, da, da. Achso, okay. Keine Upgrades. Aber wie kriege ich Upgrades? Habe ich noch nicht gerafft. Okay. Mal ein andermal, aber jetzt nochmal eben kurz Tagebuch. Seltsame Übertragung. Sie wissen doch schon, dass Sie gar nicht hier sein dürfen. Diese Person glaubt, dass sie das Recht hat, sich hier frei zu befinden. Wie kommen wir denn hier jetzt dann weg? Ich hab's noch nicht richtig gerafft. Wer stellt ein Ärgernis dar? Müssen wir vielleicht doch nochmal mit dem reden und sagen, gib mir mal irgendwie ein geiles Schiff oder so. Ich habe keine Ahnung. Mal mit ihm quatschen, weil wenn wir hier schon herkommen sollen... Hallo, Commander. Ich brauche was Cooles. Zeigen Sie mir, was Sie haben.
Ich zeige Ihnen die guten Sachen, Commander. Viel Spaß damit. Gibt dir nichts für lau, ne? Irgendwas, was ich mir irgendwie leisten könnte. Guck mal hier, Granaten-Upgrade. Na gut, okay. So, und jetzt kann ich rein theoretisch in der Ausrüstung kann ich sagen, okay, Upgrades ziehen. Okay, verstehe. Muss ich mir mal reinziehen. So, Squad Codex, Tagebuch, dies, das, Tagebuch, Citadelheimkehr, beende, beende, beendet, haben wir. Okay, wir müssen auf jeden Fall raus, aber wie soll das gehen? Ja, ich weiß jetzt nicht, wie wir hier wegkommen. Mal eben kurz gucken. Komme ich denn dahin? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Shitty. Achso, kann man hier vielleicht noch. Karte sagt mir vielleicht noch irgendwie, geh mal raus. Ich gehe einfach mal hinten raus und dann gucken da wir mal. Da bin ich mir nicht so sicher. Hoffentlich geht es ihm gut. Ich habe gerade Pause. Reden Sie mit jemand anderem, wenn Sie was brauchen. Mir geht im Moment zu viel durch den okay, Kopf. Okay, mach's gut. In Ordnung. Wenn ihm so viel durch den Kopf geht. So, wie kommen wir denn an irgendein Schiff? Dies, das, habe ich jetzt noch nicht so richtig geschnallt. Ein salarianisches Ausgrabungsteam ist nach Freilegung einer proteanischen Ausgrabungsstätte auf ein unerwartetes Problem gestoßen. Wissen Sie doch. Hanar-Protestanten blockieren die Ausgrabungsstätte und verlangen, dass die Artefakte der Entflammten, wie sie die Hanar nennen, nicht gestört werden dürfen. So. Willkommen im Präsidium Tourismus Terminal 2. Sie befinden sich gerade am Fuß des Zitadellturms, einem der bedeutendsten und bekanntesten Bauwerke des Präsidiums. Dieses Terminal ist so programmiert, dass Sie sowohl Informationen über den Turm als auch über das Portalmonument und die Keeper erhalten können. Ich muss los. Das bringt das ist vorerst alles. Danke, dass Sie sich für Avina entschieden haben. Jawohl. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich sagte Ihnen doch schon, dass Sie gar nicht hier sein dürfen. Diese Person glaubt, dass sie das Recht hat, sich hier frei zu bewegen. Sie stellen ein öffentliches Ärgernis dar und Sie verstoßen gegen Zitadellgesetze.
Binhex hat sich außergerichtlich mit einer Kroganer-Gruppe geeinigt, die das Genetikunternehmen des Betrugs bezichtigt hat. Einfach mal die Musik genießen. So, wo sind wir? Das ist halt der Punkt, ne? Bringt alles irgendwie nichts, ne? Wir sind hier... Brauch sowas wie, wo ist mein Schiff? Wie ist denn deine Stelle an der Akademie? Die ist in Ordnung. Es gibt einiges zu tun. Kaum zu glauben, wie viele Leute aus den Bezirken... Vorsitzender Burns vom Parlamentarischen Unterkomitee für transhumane Studien wurde von Biotik-Extremisten entführt. Mach auf. So. Mach dir nichts vor. Es ist noch größer, als es von hier aus aussieht. Tja. Ätzend, ey. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt da hin, wie wir da hinkommen. Einer von 500 Gästen, die sich die Ascension ansehen durften. Wirklich? Ich glaube nicht, dass sie das hier gekauft haben. Dieses Modell verkaufe ich nicht. Hallo, Erdenclan. Sie kommen zweifellos gerade aus den Kolonien. Brauchen Sie Vorräte? Welche Kolonien meinen Sie? Oh, mein Fehler, Erdenclan. Ich dachte... Ist ja auch egal. Feros? Noveria? Wenn Sie noch nicht von denen gehört haben, werden Sie es bald. Aber woher Sie auch kommen. Meine Waren stehen jedem zur Verfügung. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Großartig. Sie werden gewiss etwas Passendes finden. Ja klar, 80.000. Mal gucken, was haben wir hier noch? Günstiges? Ich habe ja sowieso keine Tatas, ne? Wir kaufen das einfach mal. Tut ja nicht weh. So, auf der Normandy. So, da würde ich ja gerne mal hin, aber wie komme ich da hin? Also ist erstmal Präsidium. Bezirkszusammenhang, Zitadelle, Botschaft. Ich sag's mal so, ich mach mal ein kleines Päuschen, bis ich rausgefunden habe, wie ich hier eigentlich wegkomme. Okay? Also, bis denne. Ciao.